Ich habe wochenlang Packs aufgespart für das Bundesliga-Team auf die Season, darunter Hero-Picks. 20x82+, 15x83+, 2x85+, 10x85+, 5x84+, 5x85+, 7x84+, 2x86+, garantierte Tots-Packs und vieles, vieles mehr. Oh mein Gott, Junge. Ich bin auf jeden Fall wieder sehr, sehr gespannt, wie viele Tots wir heute ziehen können. Ihr habt mir beim letzten Video, als ich das gemacht habe, beim Community-Tots geschrieben, warum ziehst du alles zum Community-Tots? Freunde, ich habe natürlich nicht nur ein Account, ich habe das Ganze auf dem R9 to Glory von damals Account aufgespart und wir starten hier mit einem Hero Pick und der ist nicht besonders gut. Ich gehe mal mit Ricardo Carvalho. Schreibt mir direkt zum Start des Videos, was denkt ihr, wie viele Bundesliga Team of the Seasons werde ich heute ziehen? Leider sind auch die EFL Tots Pack Spieler auch noch in den Packs, also da werden wir das ein oder andere Mal heute mit Sicherheit getrollt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wir sollten mindestens, ich sage mindestens 8 Bundesliga-Tots sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich richtig liege. Mit 5 wäre ich auch schon zufrieden. Hauptsache, es sind ein paar Banger dabei. Dieses Team ist unglaublich. Und ihr habt es gesehen, ich habe hier eine Menge Packs auf der Liste. Wenn ihr sowas auch noch zu den anderen Tots sehen wollt, dann lasst an der Stelle einen Daumen nach oben da. Und falls du, du kleiner Schlingel, meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann knapp 60% meiner Zuschauer schauen meine Videos, haben meinen Kanal aber noch nicht abonniert, dann wird es Zeit, mein Bester. Lasst ein kostenloses Abo, da würde mich sehr, sehr freuen. Und dann gehen wir jetzt hier rein in eine absolute Pack-Eskalation. Die Packs, die hier vorne sind, die sind nicht sonderlich gut. Die ziehe ich weg. Wir sehen uns, falls ein Walkout oder ein Team of the Season vorbeischaut. Ansonsten sehen wir uns zu den Kracher-Packs wieder. Hier holen wir noch schnell einen 85er Acuna raus. Und Freunde, ich glaube, ich habe was vergessen. Damit wir ordentlich Packluck haben. 3, 2, 1. Boom, da bin ich doch wieder im Niklas Goldkrug-Trikot, Werder mit der Nummer 11. Den Mann will ich heute auf jeden Fall ziehen. Er kostet nicht sonderlich viel, deswegen sollte das absolut machbar sein. Aber ich denke, dass das Trikot auf jeden Fall Packluck bringt. So, alle schlechten Packs wurden verzogen. Wir haben keinen Tots gezogen, wir haben keinen Walkout gezogen. Jetzt kommen wir zu den garantierten Rating-Packs. Heißt 80+, 81+, 82+, 83+, 84+, 85+. Also jetzt kann es losgehen. Und davon haben wir 93 Packs. Also das wird unfassbar heftig. Hier auch ultra viele 81+ Packs von den ganzen Tagesanmeldungen. Ich habe die Packs aus dem Season Pass natürlich auch. Wir haben 2 10x85+ Packs. Es wird so geil. Und wir werden auch noch einen zweiten Hero Pack im Laufe des Videos abschließen. Also heute wird es wieder Packluck ohne Ende geben. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann gar nicht enttäuscht werden. Also wirklich nicht. Oh, endlich ziehen wir mal eine Special Card. Aber es ist ein 84er UEFA Man of the Match. Joa. Und im nächsten Pack der erste Walkout des Tages. Und das ist der 87er Verratti. Damit ist der Bann gebrochen. Ich habe jetzt sehr viele 81+ Packs gezogen. Und der erste Walkout ist eingetötet. Jetzt kann es auch nicht mehr lange dauern, bis der erste Team of the Season vorbeischaut. Aber hoffentlich aus der Bundesliga und nicht aus der EFL-Liga. Komm schon, Junge. Wir gehen rein. Nächstes Pack. Die Lampe geht nach oben. Aber das ist kein Tots. Okay, wir haben den nächsten Walkout aus dem 81+ Pack. Und das ist Parejo. Neue Nicer. So, die 81+ Packs sind endlich weg. Jetzt haben wir noch ein 2x80+ Pack. Das sollte jetzt eigentlich auch nicht besser sein. Kroatien, vielleicht ein Kovacic. Nee, Perisic. Aber jetzt geht's richtig los. Ab jetzt, Freunde, geht's richtig los. 5x80+, hier 2 Stück, 84+, dann sehe ich hier schon 20x82+. Wir werden wieder alles von links nach rechts öffnen. Also gleich werde ich das ganz links auch noch ziehen. Und es wird jetzt Zeit. Es wird jetzt Zeit. Wir haben jetzt schon, ja, 50 Packs verzogen. Waren jetzt auch wirklich keine geilen Packs, aber mit so ein bisschen mehr Luck hätte man da schon einen ziehen können. Aber wir entspannen uns, Freunde. Wir haben noch ganz viel vor uns und ziehen den ersten. Und das ist Nico Schlotterbeck aus der Bundesliga. Den nehme ich sehr, sehr gerne. Der erste Bundesliga-Team of the Season für heute eingetötet. Die Tots-Karte von ihm letztes Jahr sah geiler aus, sage ich euch ehrlich. Da hatte der noch mehr Tempo, aber die Karte ist trotzdem stabil. Sieht schon knackig aus, hat auch sehr viele Perfect Links zur Verfügung, also geil. Barella ist auch noch am Start. Also das war ein sehr, sehr nices Pack. Und jetzt ziehen wir wirklich von links nach rechts. 84+ Pack. Wir gehen rein, ziehen da sogar einen Walkout raus. England, linker Flügel,
Sterling nehme ich mit. Weiter geht's. Der erste Banger. 20x82 plus. Also da kann man schon wirklich mal einen Tots draus ziehen. Da kann man wirklich mal einen draus ziehen. Und genauso ist es. Gib mir Niklas Füllkrug. ZOM. Hofmann. Oh mein Gott. Das hätte auch Musiala werden können. Da hat's kurz gekracht in meinem Kopf. Hat der Typ 99 Tripling? Nee, 90. Alles gut. Falsch geschaut. Aber sieht in Ordnung aus, die Karte. Dahinter noch der gute alte Lot. Spricht man den so aus? Lasst mich bitte in Ruhe, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Guter Mann aber trotzdem. Das Pack war geil, ohne Witz, das war sehr, sehr geil. Und mit den Duplikaten werde ich jetzt den nächsten Hero-Pick abschließen und das 2x86 Plus aus der Flash-SBC. Boom, hier ist schon mal der Hero-Player-Pick und wir ziehen den ohne lange drum rum zu reden. 3, 2, 1. Ich habe da draußen noch nie was Gutes gesehen irgendwie, ich weiß auch nicht. Und auch dieses Mal ist es leider nix. Also dieser 88 plus World Cup von Fantasy Trophy Titan Hero Pick, man kann ihn sich komplett sparen leider. Und hier ist die Flash SBC, das bedeutet ein 2x86 plus Pack. Weiter geht's. Und damit geht's weiter mit 4 15x83 plus Packs. Hier werden wieder Matheaufgaben gelöst. Schreibt mir das Ergebnis in die Kommentare. Ist das wieder Barella? Sehr gut, den habe ich gerade abgegeben. Glück gehabt, würde ich einfach mal sagen. Ist dahinter noch was? Thomas Müller, Rodri, Sternsny, also einige Walkouts. Ist in Ordnung. Wir gehen rein ins zweite 15x83 plus und vielleicht ein Tots diesmal? Leider nicht. Es wird leider nur eine Goldkarte. Wird es Vamos Cristiano? Nee, es wird Joao Cancelo. Und dahinter haben wir noch Toni Kroos und wir haben sogar nochmal Rodri. Das ist geil. Weiter geht's. Drittes 15x83. Bloß jetzt muss der erste Team of the Season kommen und er kommt. Deutschland. Stürmer der Goat ist da. Niklas Füllkrug. Er sieht wunderschön aus. Schaut ihn euch an. Meiner Meinung nach hätte der noch 1, 2, 3 Ratings mehr bekommen können. Also so eine 94 hätte ich ihm tatsächlich gegeben. Deutsche R9, 87 Tempo, 91 Dribbling, 94 Schießen, 91 Physis, Forster Skills, Forster Weakfoot, Niklas Füllkrug. Bester Mann, willkommen als First Owner im Verein. Die Karte sieht sehr, sehr geil aus und er ist sogar immer noch Langfi. Unfassbar, aber wahr. Also sind wir tatsächlich schon bei 3 Bundesliga-Karten und wir haben noch 54 Packs vor uns. Ziehen hier zwar nur eine Man of the Match-Karte, aber ich denke, dass wir heute sehr viele ziehen werden. Dani Olmo mit einer 90 ist auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Dahinter haben wir auch noch ein paar nice Karten, so ist es nicht. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie, 2x85 plus. Davon habe ich noch eins, beziehungsweise davon habe ich nur eins, aber wir kommen jetzt danach zu 2 10x85 plus Packs. Das sind eigentlich fast die besten Packs in diesem Pack Opening, aber da ich alles von links nach rechts ziehe, werden wir die jetzt ziehen. Komm schon, Freunde. Jetzt alle einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt, für das ultimative Pack. Wir gehen rein in 3, 2, 1, let's go. Wenn da kein Tots drin ist, dann weiß ich auch nicht. Sag ich euch, wie es ist. Aber wir ziehen Deutschland, ZM, Julian Brandt. Geile Karte mit ein paar nicen Stats. Ist jetzt vielleicht nicht der allergeilste, weil es gibt schon deutlich heftigere Karten. Aber ich nehme ihn trotzdem. Wir haben jetzt schon 4 Bundesliga-Tots gezogen und es waren jedes Mal unterschiedliche. Finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, als ZM weiß ich gerade gar nicht, was gibt's noch. Aber egal. Haben wir dahinter noch was? Nee, aber alles in allem ist das ein knackiges Pack. Wobei, geht so, ne? 10x85 plus? Wärt ihr damit zufrieden? Wir schauen uns einfach direkt das nächste Pack an. Dann können wir gut vergleichen. Wir gehen direkt rein ins nächste. 10x85 plus. 3, 2, 1, let's go. Komm schon, das muss jetzt noch mal einen Ticken besser werden. Ich will hier mindestens 2 Tots sehen. England? Wir lassen uns hier nicht hops nehmen, aber das sieht ja gar nicht gut aus. Bruder, das sieht ja gar nicht gut aus. Da kann eigentlich gar keine Bundesliga-Karte mehr dahinter sein, oder? Nee, tatsächlich nicht. Zwar viel high-rated Stuff, aber kein Bundesliga-Tots. Das ist eine Enttäuschung. Naja, whatever. Wir haben noch einige Packs vor uns. Machen weiter mit 2 83 plus Doppelpacks. Davon erwarte ich mir jetzt nicht ganz so viel. England, linker Flügel, Grealish. Jetzt haben wir 10 5x84 plus Packs. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Und wir starten mit einem Team of the Season. Deutschland. Sané. Sehr, sehr geil. Ich bin gerade noch sehr, sehr lost. Also ich erkenne die nicht immer direkt. Aber Leroy Sané ist doch auch ein geiler Pull, oder? Ich glaube, der hat auch ein paar sehr, sehr geile Ingame-Stats. Und sieht knackig aus. Forster Skills, Forster Weakfoot. Dribbling auch sehr, sehr on point. Wie viel kostet der Mann? Stand Freitagabend. Zwar nur um die 200 bis 300.000 Münzen, aber es ist trotzdem geil. Das ist, würde fast sagen, der zweitbeste nach Füllkrug, oder? Im nächsten 5x84 plus ziehen wir leider keinen Tots, dafür einen Walkout 88er Luka Modric. Im dritten Pack wird es ein Manuel Neuer mit einer 90, ist auch in Ordnung. Im vierten Pack wird es
Robert Lewandowski, du hättest im Bundesliga-Team of the Season sein können, mein Bester. Sag ich dir, wie es ist, aber der wird nächste Woche als La Liga-Tots kommen, also so traurig ist es für ihn wahrscheinlich nicht. Pack 5 bringt uns wieder irgendeine Man-of-the-Match-Karte, wieder Barella. Ich glaube, den werden wir heute noch 10.000 Mal ziehen. Wir machen weiter mit Harry Kane, 89. Und endlich, es wird der nächste Team of the Season, Deutschland, ZOM, Hofmann. Okay, das ist das erste Mal, dass wir einen Doppel ziehen an Tots. Ich habe das Gefühl, den werden wir vielleicht nicht das letzte Mal für heute gesehen haben. Und das war's komplett. Pack Nummer 8 bringt uns Thomas Müller. Tut mir wirklich für ihn leid, dass er nicht im Team of the Season ist. War auch nicht seine allerbeste Saison, aber ich persönlich bin Thomas Müller-Fan. Im vorletzten Pack ziehen wir nochmal einen Man of the Match, und zwar Lindelöf. Und im letzten ziehen wir nochmal Erling Haaland. Damit machen wir jetzt weiter mit einem 8 Bundesligaspieler-Pack. Kann man mal was ziehen? Das wird wieder der Man of the Match von Bayer Leverkusen. Okay, wir haben eine Spielerwahl. 2x85 plus rein da. Oh Mann, Alter. Okay, jetzt haben wir hier einige 84 plus Packs, 83 plus Packs und dann geht's richtig ab mit 5x85 plus Packs. So viele. Dann haben wir noch 7x84 plus Packs, 2x86 plus Packs und dann gibt's noch die garantierten und ich habe auch noch die ganzen Shop Packs, die wir auch noch ziehen werden. Also wir geben heute wieder Vollgas. Ja, let's go. 3x84 plus bringt uns... Ja, das wurde auch mal wieder Zeit. Ahmet Rucic. Es tut mir alle leid, für alle leid, die aus Bosnien kommen und sich das gerade geben mussten, die Aussprache. Dann ziehen wir hier Mahrez, müsste das sein. Auch geil, gutes Rating. Und wir ziehen zum 10.000. Mal Barella. Neumeister. Okay, Freunde, es ist soweit. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 5x85 plus Packs. Hilfe! Wir gehen rein. Direkt Tots, komm. Let's go. Da bist du doch. Frankreich, Stürmer Kolo Muani. Let's go. Auch eine sehr, sehr geile Karte. Das ist jetzt schon der 7. Bundesliga-Tots. Also meine Prediction von 8 Tots werden wir auf jeden Fall knacken, denke ich. Kolo Muani sieht auf jeden Fall sehr knackig aus und dahinter sogar noch Schlotte. Holy moly, das war ein Banger-Pack. Kolo Muani, Costa Quanta, 200 bis 300.000 Münzen. Was ein Pack, Mann. Und damit haben wir die 8 voll. Also das werden wir, wie gesagt, easy knacken. Und das Ding ist, das war das erste von 10. Was soll hier draus werden? Ohne Witz, wir ziehen schon wieder den Clark Harris. Barella. Let's go. Nach ein paar ohne Tots haben wir wieder ein Deutschland. ZDM. Let's go. Das ist mit Abstand der zweitbeste, den wir haben hinter Füllkrug. Joshua Kimmich, der sollte sehr viel wert sein. 86 Tempo, 92 Dribbling, 92 Def, 90 Physis. Ich glaube, der war sogar extinct bis eben. Dahinter haben wir leider nicht nochmal einen, aber ja, er ist immer noch extinct. Ich habe halt keine Ahnung, für wie viel man den Mann anbieten kann. Aber lasst mich kurz nachschauen. Er kostet mindestens 750.000. Das ist ein Brett. Aber das ist auch wirklich wieder eine Banger-Karte. Kimmich schon seit Jahren jedes Jahr im Team of the Season und wir haben ihn eingetütet. Vom Gefühl her habe ich schon jeden deutschen Tots jetzt gezogen. Bellingham, leider nicht. Ey, es ist zu krass, dass sich diese Tots überschneiden. Das ist eine Frechheit. Aber es sind gefühlt garantierte Tots-Packs. Deutschland, Stürmer, der Goat. Man kann ihn nicht oft genug im Verein haben. Ich nehme auch noch einen dritten und einen vierten Niklas Füllkrug. Schönes Pack. Let's go. Vorletztes 5x85 plus. Ey, wie oft wollen wir den Mann ziehen? Und damit kommen wir zum letzten 5x85 plus und wir hören nicht mit einem Tots auf bei den Dingern, sondern mit Rodri. Damit kommen wir zu 4x7x84 plus Packs. Die sollten eigentlich ähnlich geil sein, hätte ich jetzt gesagt, aber wir starten nicht so geil rein. Ruben Dias. Im dritten ist der erste Team of the Season. England. Wir werden Bellingham nicht ziehen. Ich brauche mir keine Hoffnung machen. Und das ist auch schon das letzte. 7x84 plus. Die Dinger gingen schnell weg und wir ziehen zum 1000. Mal Barella. Geil. Jetzt haben wir 4 Doppel 86 plus Packs. Also 4 garantierte Walkouts. Das erste sind Tots. Und das ist Kobel, ne? Nice, den hatten wir auch noch nicht auf der Liste. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Müsste der 11. Bundesliga-Tot sein, wenn ich selbst richtig mitgezählt habe. Aber ihr seht es ja sowieso eingeblendet. Geil, Junge.
Sehr, sehr geil. Und im nächsten ziehen wir Ryan, glaube ich. Das war's komplett. Ja, drittes bringt wieder einen Tots. Ich wandere nach Jamaika aus, ohne Witz. Und auch im letzten 2x86 Plus ein Tots. Deutschland, LM, Leroy, Sané. Ich glaube, wir haben schon fast jeden deutschen Tots, außer Musiala. Der wäre noch ganz cool. Oh, und Lacroix ist sogar dahinter. Wie geil ist das denn? Direkt noch einer für den Counter. Sehr, sehr geile Karte. Moments Lacroix auch über 200.000 Münzen wert. Okay, jetzt haben wir hier ein häufiges Gold 6-Spieler-Pack. Daraus kannst du gar nichts ziehen. Und ich habe es verballert, dieses 5 seltene Goldspieler-Pack aus der Niederlande zu ziehen damals. Okay, Frimpong wäre auch zu schön gewesen. So, jetzt haben wir hier ein R-Divis-Tots-Pack, Community-Tots-Pack, Premier League-Tots und EFL-Tots-Pack. Und dann gehen wir noch rein in die Shop-Packs. Wir starten hier rein mit Kökçü. Naja. Wir machen weiter mit der EFL. Davon kann ich nämlich gerade nicht genug bekommen. Moin Meister, willkommen zurück. Wir gehen rein ins Community-Tots-Pack. Jetzt will ich einen Rodrigo sehen. Och nee, es ist eine Moments-Karte. Ito. Dann muss halt das Premier League Tots Pack regeln. Wir gehen rein. Komm schon. Haaland oder keine Ahnung. Ja. Danke für nix. Ohne Witz, Mann. Das war so klar. Ødegaard, bist trotzdem ein geiler Typ. Damit gehen wir jetzt noch in die Shop Packs rein. Ich würde sagen, ja, Bundesliga Tots Starter Pack. Das klingt doch vielversprechend, aber nicht vielversprechend genug. Wir ziehen nämlich nur einen Gulaschi. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Bundesliga Tots Basics Pack. 10, 84 plus Bundesligaspieler, da kann man lacken, oder? Lacken wir aber wieder nicht. Wieder Gulaschi. Und damit beenden wir dieses geile Video mit einem letzten 135k Pack. Ich hoffe, das Ding hat euch gefallen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da für Packluck. Wir beenden das Video klassisch mit einem Patrick Schick. Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Checkt auf jeden Fall das Video hier noch ab und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.